Willkommen, Piratenfreunde. Hier zurück auf der. Was sind wir denn jetzt? Auf der. Immer noch der Peter Shaw? Oder sind wir wieder in der echten Welt? Niemand weiß es so ganz genau, aber hier unten ist ein Lichtschalter. Denkt dran. Kein offenes Feuer. Sonst schickt euch Papa. Ich meine, Captain Joy über die Planke. Ich hatte nicht vor, ein offenes Feuer zu machen. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, junger Mann, aber. Schön, dich zu sehen, Jeremy. Ich hatte es nicht vor. Den Zahlmeister gibst du aber nicht, oder? Beim Klabautermann. Ich und Zahlen? Für die Heuer- und den Provianteinkauf ist Mrs. Snow zuständig. Langsam übernimmt sie das Kommando. Aber Aha. Die Kajüte verlässt sie so gut wie nie. Okay, also Mrs. Snow ist auch an Bord. Die bleibt aber in der Kajüte. Da können wir mal runtergucken. Offenbar werden in diesen Räumlichkeiten während der Fahrt Mahlzeiten gereicht. Ach so, also das ist dann die... Wie sagt man? Ich wollte gerade Mensa sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist das Lager. Die Küche. Generator. Ein Generator versorgt das Schiff mit Strom. Dann ist sie in der Captain's Kajüte. Verstehe. Gut, dann gucken wir mal darüber. Wir sollten die Sicherheitsaspekte noch einmal durchgehen, Captain Joy. Ihre Instruktionen klingen nicht nach dem Leben eines Vogelfreien. Mhm. Aber wenn eine zwielichtige Gestalt wie Blackbart seine Satzung hatte, warum nicht auch wir? Yo, yo, yo. Schlechter Zeitpunkt. Wieso? Lass sie doch labern. Schlechter Zeitpunkt. Oh, guck mal, eine Mehrfachsteckdose. Schlechter Zeitpunkt. Die liegt hier einfach so rum. Ich weiß nicht, ob das so... Ich meine, die Kabel sind ungesichert und so und... Das ist auch hier der Knick. Naja. Okay. Das ist eine Kiste mit Sicherheitswesten. Ah ja, die Black Vulture. Das ist ja... Die schwarze Geier. Genau. Vormals Santa Rosa. Ja, und danach die Peter Shaw, Santa Rosa, dies, das. Ihr wisst ja Bescheid, ihr wart ja dabei, ne? Genau, wir haben hier dieselben Elemente, die wir ja schon mal hatten. Das heißt, wir können uns hier so ziemlich alles genauso anschauen. Hier sind Lautsprecher. Schon damals fragwürdig. Piratenflag. Also alles da, was wir ja schon kannten. Wir können auch alle Sachen wieder anklickern. Der Passagier. Auch wenn das Versteck nicht von schlechten Eltern ist. Genau, also wir haben die, Kollegen, den... Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Diese Stelle ist nicht sicher. Nicht sicher? Meint er? Wenn die Rettungswesten nicht reichen, schnappen wir uns leere Fässer. Ja. Okay. Gut. Kabel liegen hier. Dann. Schlechter Zeitpunkt. Schlechter Zeitpunkt. Ich dachte, wir können noch auf den Mast drauf gucken. Nö, dann nicht. Okay, so dann. Schlechter Zeitpunkt. Können wir hier nochmal rausgucken? Und gucken. Ah ja, das ist hier also. Der Turm, da waren wir ja schon, ne? Wisst ihr noch? Da haben wir fliegende Goldmünzen eingesammelt. Kann ich mit dem Handy hier durchfotografen? Nee, oder? Gut, was haben wir hier noch? Feuerlöscher. Bringt nichts. Ah ja, ist da das drin? Das Fass ist leer. Fass ohne Boden. Okay. Dann, was können wir uns noch angucken? Wartet mal. Im Untergrund hätten wir noch jetzt auch Pirate's Bathroom. Da geht's zum Klo. Das habe ich an Bord der Santa Rosa vermisst. Das stimmt, ja, genau. Okay. Steckdosen. Das Buffet ist noch nicht eröffnet. Nein, Justus, ne? Schade, ne? Jetzt schon ein bisschen Kohldampf, wie man so schön sagt. Vorsicht, Kollegen. Manche Truhen haben es in sich. Sprechende Totenköpfe, rasante Wurfmesser oder Schätze, die hast du nicht gesehen, in ein bodenloses Loch stürzen. Ganz genau. Hey, Peter, deine neue Lässigkeit gefällt mir. Machen wir sie auf? Ja. Ach, verschlossen, wie zu erwarten. Okay. Gucken wir mal, wie wir da rein können. Das Buffet ist noch nicht eröffnet. Also irgendwie gibt es schon eine Möglichkeit, wie wir da hineinkommen können. Die Frage ist, ob wir jetzt noch eine... Weitere... Ein Zugeständnis an unser aller Sicherheit. Eine weitere Option haben. Ah ne, da geht's nur rauf und runter. Okay. Hier ist... Ja gut, da wird jetzt... gerade irgendwas gemacht. Die sind hier alle drin in den... Da gibt's... Nahrungsmittel. Ein Zugeständnis an unser aller Sicherheit. Überall ist so eine Steckdosenleiste, das ist ja auch interessant. Was haben wir hier?
Gut, das ist der Generator. Bei der Kiste mit dem Flaschenteufel sollten wir Vorsicht walten lassen. Stimmt, das ist die Kiste mit dem Flaschenteufel. Bei der Kiste mit dem Flaschenteufel sollten wir Vorsicht walten lassen. Die Telefonlawine ist verstummt. Ein Zugeständnis. Okay, gut. So viel dazu. Das heißt, wir wissen, wo die Kiste ist. Wir haben das Zeug alles hier. Also empfängst du die Passagiere? Offenbar sind wir die ersten Gäste. Streng genommen seid ihr keine, sondern Mrs. Snow unterstellt. Mir hat sie aufgetragen, auf der Fahrt eine Kiste im Frachtraum zu bewachen. Ein Tipp von mir. Verdreht in ihrer Gegenwart nie die Klüsen. Meine Augen werden sich beherrschen. Wir wollen dir nichts vormachen. Unser neuer Fall dreht sich um eben jene Kiste. Sie könnte Gefahrengut beinhalten. Das ist aber top secret. Wir brauchen einen Gefahrengutschein und eine Gefahrengutkiste. Mit meiner Verschwiegenheit rechnen. Das sind so Kisten mit. Hab ja nicht vor, Davy Jones Truhe für den Rest der Ewigkeit zu besuchen. Mhm. Na gut. Ihr könnt mit meiner Verschwiegenheit rechnen. Hab ja nicht vor, ja, okay. Davy Jones Truhe für den Rest. Nein, ach, ich wollte nicht runter. Warte, war da noch was? Bei der Kiste mit dem. Okay. Gut, dann. Wie sieht's aus? Sie finden mich in meiner Kabine. Ah. Ei, ei, Captain Snow. Na dann, folgt mir, Kollegen. Jawohl. Okay, geh mal zu Miss Snow. Hallo, Captain Joy. Ah, und Captain Joy so ist auch hier. So schnell sieht man sich wieder. Diesmal habe ich meine Kollegen mitgebracht. Willkommen an Bord, ihr Meisterdetektive. Kein Problem. Hier hat sogar jemand ein Holzbein. Ich dachte, das wäre unser Mann, aber offenbar nicht. Aber auch wieder hier eine Mehrfachstückleiste. Lauter Stolperfallen hier. Wie heißt es in Blackbards Satzung? Jeder Mann, der eine Weibsperson mit auf See nimmt, soll den Tod erleiden. Also entweder Blackbeard oder Schwarzbart, aber nicht Blackbart. Eigentlich besagt die Regel, dass derjenige den Tod verdiene, der eine Weibsperson in Verkleidung mit auf See nimmt. Im Übrigen würde ich vor allem in Gegenwart von Mrs. Snow auf die Wortwahl verzichten. Ja. Justus? Du redest daher wie eh und je. Da du Verkleidungen ansprichst, Landratten werden in meiner Crew nicht geduldet. Das gilt auch für Peter und, Bob, nicht wahr? Ei, Captain. Wir werden uns noch in Schale werfen und uns einen rauen Kern zulegen. Ja, dann bräuchte ich meinen Schlüssel für die Truhe unten. In allen organisatorischen Fragen könnt ihr euch getrost an Mrs. Snow wenden. Okay. Hallo, darin. Mrs. Snow, da sind wir. Ja, darf ich meine Kollegen vorstellen? Sie hat toll verkleidet. Peter Shaw, der zweite Detektiv, und unser Mann für Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Freut mich, Jungs. Hi. Wir müssen uns ranhalten. Ja. Unter Deck steht eine Truhe. Sucht euch aus, was einigermaßen passt. Die Zeit müsste reichen, bis das Boarding abgeschlossen ist. Okay. Guck mal, die Miete ist auch da. Unser Blackbeard wird nicht zu enden. Süß. Hi. Süß. Oh mein Gott, what? Der Kater? Er lebt! Ja, das ist ein Spielzeug. Captain Joy hat Seemannsgarn gesponnen. Oh nein. Sich erwartet der echte Kater quietschvergnügt auf die Rückkehr seines Herrchens. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, es wäre der Kater. Jetzt ist mir wohler. Okay. Dann gib Schlüssel. Da also steckte der Schlüssel für die Truhe. Der lag da nur. Der steckte nirgends. Aber das wird er gleich. Bei Stress und Übelkeit ziehe ich die Spieluhr der Bordapotheke vor. Ja, gut. Ich warte noch immer auf weitere Instruktionen von diesem Silver oder, wie mir Justus berichtet hat, Pasco. Ja, genau. Wenn ich nervös bin, nasche ich gern eine Praline. Das sieht nicht nach einer Pralinschachtel aus, aber. Oh, Justus. Lecker. Boah. Gott. Nur für Nervenbündel, Just. Giftpralinen. Ach, kommen wir da hinten raus? Nee, ne? Na gut, wir gehen uns mal umkleiden, würde ich sagen. Und wo machen wir das? Na, in der Umkleide. Ja, okay. Ah, das ist derselbe Mast, ne? Wie hier. Ist ja interessant. In der Truhe liegt die Kraft, uns in Piraten. Na dann, Masakept. Also mal gucken, was es da so gibt für uns. Wenn ich bitten darf. Oh, wow. Ganz schön. Für mich kommt der rote Pirat in Frage. Wonach ist euch? Okay. Also Justus kriegt das Graue hier. Wie läuft das? Achso. Achso, Entschuldigung.
Wir machen das hier schön eins nach dem anderen. Kriegt er keine Klamotten oder was? Also ich meine... Kann ich ja... Ach so, ich muss jetzt erstmal gucken. Wer kriegt denn eine Perücke? Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz das Prinzip. Muss ich eine gewisse Reihenfolge einhalten? Okay, ich muss sie wohl erst anziehen, ja? Also Socken haben schon gepasst. Aha, ah ja, oh, da gibt es noch ganz viel Zeug. Ah, verstehe. Okay, also wir fangen mal von unten an. Oder wie? So. Noch weiter drunter. Gibt es denn hier noch Hemden? Ah. Ah ja, okay. Das heißt, wir müssen das alles zu Ende. Und das hat ja alles so einen Farbschimmer, ne? Also, wir müssen uns hier offenbar an die Farbvorgaben halten. Damit wir das hier richtig machen. Dann ist das für Justus. Ja, doch voll die normale Figur. Ich weiß ja gar nicht, was ich habe mal. So. Das ist auch... Ich dachte, das wäre für Just. Das ist zu viel. Erst Hosen. Okay, dann brauchen wir erst noch ein Untergewand hier. Das passt auch gut zu Justus. So. Ist mal was anderes, ne? Dass wir mal was ankleiden müssen. Doch super aus. Okay, ich weiß immer, die Reihenfolge ist natürlich wieder echt interessant. Also, die zweite Körperlage ist jetzt angedacht. So, wo haben wir hier ihn? So, er kriegt so einen Panzer. Kein Panzer. Ah ja. Ja, sehr ritterlich. Okay. Ah ja, sorry, da haben wir noch was. Da haben wir noch einiges. Na, wer sagt's denn? Also es ist schon ein bisschen... Man muss schon immer ein bisschen gucken, wie man hier wann was anlegen darf. Die Reihenfolge ist schon auch wichtig, offenbar. Okay. Ich meine, es ist schon so einfach so ein bisschen Ratesache, ne? Also. Aha. Wahnsinn. Ach, das ist ein Bart. Nee, okay, das bin ich noch nicht weit genug. Jetzt ist immer die Frage, wann geht's denn weiter oder wo muss ich aufhören und wo muss ich weitermachen? Also was ist jetzt das nächste, was ich machen muss? Haare vielleicht? Hut? Okay, irgendwas fehlt noch. Hier, Gürtel. Hä? Aha. Ich hatte doch noch so einen Gurt, oder? Da ist noch einer. So, okay, und jetzt die nächste Lage. Nee, okay. Gut, Maske. Aha. Haare. Auch noch nicht. Was soll das sein? Der Schnauzbart. Also, schon, es ist schon interessant, so, wann ich was anlegen muss und darf. Das sieht super aus. Okay, bin ich noch zu früh? Bin ich auch noch zu früh? Ja, da haben wir noch eine Augenklappe. Das ist ein Accessoire. Zählt wohl noch nicht. Okay. Das ist noch Klamotten. Ist das ein Bart oder was ist das? Was ist denn das für ein... Aha.
Ah, hier. Nee. Ja, was fehlt denn noch? Also ist schon ein bisschen hier weird, dass man so rumprobieren muss. Ich würde sagen, ich kleide sie mal fertig an. Und, er kriegt jetzt schon ein Accessoire. Also ich verstehe es noch nicht so ganz. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn sie fertig sind. Ja, machen wir es so. Bis gleich dann, ne? Tschüss.